Wir gehen ins Date, Redis. So, ja, so ein bisschen hellere Frauen halt. Weißt du, er hat schöne kleine Füße zum Beispiel. Was macht Bardo? Wie heißt er? Berdo? Bardo? Brado, Brado, Bruder. Das ist Brado. Brado, Bruder. Ifka Faleila, Cousin. Sieht er nicht so aus? 1:1, Cousin. Also fühlt sich so sicher an. Bei mir bist du sicher auf jeden Fall. Gut so ist. Also bis jetzt positiv. Ja, ich trau mich nicht, ich schäme mich. Nein, das ruhig. Ja? Jetzt noch so ein Sit-up. Nein, nicht das noch. Nicht, dass meine Hose platzt. Let's go. Okay, ihr wisst, ey. Also ich würde sagen. Ich bin Date-Doktor, aber ich bin alte Schule-Date-Doktor, Dreddies, okay? Sagen Ladies first auf jeden Fall. Danke. Also ich bin das die viel zu Gänsehaut. Es muss maximale Gänsehaut werden. Maximale Gänsehaut. Brado ist Hodja geworden, ich weiß. Ich bin 24 und komme aus Köln. Mein Name ist Amaru, ich bin 31, ich komme auch aus Köln. Geridona, schöner Name auf jeden Fall, habe ich noch nie gehört. Danke, ja, hört man auch nicht so oft. Ne? Geridona? Besonders. Ja, bist du komplett deutsch? Nein, oder? Also meine Eltern kommen aus dem Kosovo. Schön. Du? Ich komme aus Chile, bin auch in Chile geboren. Okay, die Kirsche auf der Torte. Was macht deinen Traumpartner perfekt? Kommunikation ist sehr wichtig, Vertrauen und ja, auch so ein bisschen spontan muss mein Partner auch sein. Also mir ist eher wichtig, dass man... Boah, was macht euren Traumpartner perfekt? Boah, ich sage... Weil das ist so, das ist mir sehr wichtig, sage ich ganz ehrlich. An meiner Frau mag ich das richtig. Dass man eine Eigenschaft hat, die sonst niemand anderes hat. Checkt ihr, was ich meine? Ja, man sich einfach so menschlich versteht, ja. So dieses... Ja, so ein bisschen der Vibe, ne? Also genau. Energy muss halt auch passen. Genau. Ist euch denn auch aussehen? Beispielsweise, ich mache ein Beispiel, okay? Dass man irgendwas hat, was so besonders ist. Zum Beispiel am Auge irgendwas oder... Ich voll schwer, das so zu erklären, aber ich mache mal einfach ein dummes Beispiel, okay? Einfach so warten mit der Cousin. So warte, damit du weißt, das ist einzigartig, Cousin. Egal, scheiß drauf. Ist wichtig, also habt ihr einen wichtigen Typ? Was wäre jetzt gelungen, wenn man sagt, so aussehen wäre gar nicht wichtig? Also ist halt so das Erste, worauf man so achtet. Ne? Ey, was war die Frage? Ich finde so Charakter ist halt das, was zusammenhält. Ne? Ich würde auch liegen, wenn ich sagen würde, ich achte jetzt nicht. Also ich habe schon einen leichten Geschmack an Frauen. Das ist du hast bestimmt einen Typ. Also irgendwie, ja, ich sagen wie so jemand, der so voll auf blond. Ja, ich sag dir auch ehrlich, ich stehe schon so auf so, ja, so ein bisschen hellere Frauen halt. Klar, es gibt auch hübsche Latinas, aber die, da müsste ich echt extra nach Amerika fliegen, irgendwo nach Miami. Die finde ich ja leider nicht, aber Albanerinnen sind auch sehr hübsch, also Kosovo oder die Ecke. Also wäre ich schon mal drin. Hast du schon mal einen Move gemacht, der richtig in die Hose gegangen ist? Eigentlich nicht, weil ich weiß, das denkt man von mir nicht, ne, aber ich bin echt ein schüchterner Typ und spreche selten Frauen an. Aber wenn du es mal gemacht hast? Also ich finde das ehrlich gesagt sogar eigentlich immer am Anfang witzig, wenn man irgendwas sagt, was nicht so ernst, also dieses Hi, ich finde dich toll und keine Ahnung was so, das ist immer so dieses nee. Das ist auch meine Taktik, irgendwas Lustiges zu sagen. Was sagst du denn dann? Ich weiß nicht, er hat schöne kleine Füße zum Beispiel. Ja, so in die Richtung, ich weiß nicht, irgendwas Lustiges. Das ist sehr spontan meistens. Ist es dir wichtig, mit deiner Partner offen über Sex zu reden? Ja, raus, schweigen. Also ich finde es auf jeden Fall voll wichtig, weil ich glaube, viele machen es nicht. Und ich glaube, daran scheitert es dann meistens. Mhm. So. Oder ich bin anderer Meinung. Ich bin der Meinung, heutzutage, es wird zu viel darüber geredet, Cousin. Ehrlich, Bruder. Es wird viel zu viel darüber geredet. Und da verlieren Menschen ihren Charme. Und wenn man Charme verliert, ist Ding, Bruder, ja. Ich finde das wichtig, sollten zu direkt viel, ansprechen. Bruder, Sex viel. Sollte kein Tabuthema mehr sein. Und wir sollten offen darüber sprechen. Das passt perfekt zu unserem heutigen Sponsor, Chicks. Eine sexuelle Es ist schon schwierig, wenn man so durch ganz Köln so umgewandert ist, ne? Habt ihr eine Zahl? Unter 15. Okay. Bodycount? Ja. Stark, das ist okay. Eigentlich fragt man das nicht, ne? Ich weiß nicht, ich habe keinen... Ich glaube auch so um die 15. Einfach dasselbe sagen, ne? Ja, klar, okay. Nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist schon einiges, aber ist ja auch nicht schlimm. Also ist ja, es unrelevant. Ist irrelevant. Ja. Deine Partnerin hat OnlyFans. Warum fragt ihr dann diese Frage, wenn irrelevant ist?
oder Flop? Boah, ich bin ehrlich, ich habe nichts dagegen. Ich war selber am Überlegen, mir einen Account so anzulegen. Aber ich habe es nie übers Herz gebracht, deswegen erstmal nein. Aber wenn meine Freundin das machen würde und ich sozusagen das mit ihr zusammen mache oder ihr unter die Hand greife oder selber da so mittendrin bin, habe ich kein Problem mit eigentlich. Ich finde es schwierig, wenn mein Partner das machen würde. Ich weiß nicht. Aber wie du sagst, wenn ich jetzt mich selber darauf entscheiden würde, das machen zu wollen, und ich sage zu meinem Partner so, ey, wir könnten das zusammen machen. Bruder, das Problem ist, dass es gelogen, dass es irrelevant ist. Bruder, hätte sie jetzt gesagt, Schatze 400, 30 im Ghana-Urlaub, 15 in Kenia, 35 in Ding, 25 das, Cousin. Soll er nochmal sagen, irrelevant gesehen. Dann fände ich es auch nicht schlimm, aber so mein Partner einzeln finde ich irgendwie verstehen. Schwierig. Day auch, ich Boyfriend-Potenzial. Setz dich auf meinen Schoß, wo bist du? Komm her. Okay, einer genießt richtig. Ja. Ist eigentlich ganz entspannt, würde ich sagen. Ja. Also fühlt sich so sicher an. Bei mir bist du sicher auf jeden Fall. Gut so ist. Hat der Boyfriend Potenzial? Eigentlich schon. Oh, sorry. Fass mal meine Backe. Ah, du bist schon mal größer als ich, das ist perfekt. Okay. Okay, fühlt sich gut an. Also bis jetzt positiv. Ja, ich trau mich nicht, ich schäme mich. Nein, darfst du ruhig. Ja, hast Erlaubnis bekommen. Nein, Schatz. Findet ihr euch bis hierhin schon heiß? Also ich würde sagen eher ja. Ja, bis jetzt gefällt mir auch das, was ich höre und anfassen durfte. Man sagt, Geruch entscheidet, wie attraktiv man jemanden findet. Ich schwöre, Dredis, es wäre so, einer hat es gerade in den Chat geschrieben, es wäre so lustig, wenn so eine alte türkische Mutter oder so eine alte marokkanische Mutter sich dieses Video geben würde, Bruder. Die würden, also, das war ja damals anders, Cousin. Verstehst du? War ja ganz anders, Bruder. Bist du gegangen? Das darf ich jetzt nicht sagen, sonst wirst du gebannt, Cousin, ja. War ja anders, Bruder. Wie viel? 5 Euro. Komm, ich kaufe dich. Spaß. Ist nur Humor, Spaß, nur Humor. Aber damals war ja... So, Bruder, lass dir empfehlen. auch Spaß. Alles Spaß. Aber mich würde interessieren, wie Leute so aus der vergangenen Zeit mit sowas umgehen würden. Oder wie krass die so geschockt werden oder nicht geschockt. Checkt ihr? Wie rieche ich? Ja, riecht gut. Darf ich auch mal riechen? Ja. Ja, riecht sehr gut. Okay. So fruchtig. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie attraktiv fandet ihr den Geruch? Also sie riecht sehr, sehr gut. Was für eine Vorstellung hast du von meinem Aussehen? Dunkler Haar? Ah, ich finde krass, dass du groß bist. Ja, wir Latinos sind leider nicht so groß, aber ich Gott sei Dank schon. Ich weiß nicht, vielleicht auch dunkler Haarfarbe. Aber ist das überhaupt so dein, sagen wir mal so, dein Geschmack oder dein Hype so an Männern? Oder stehst du eigentlich auf so blonde Typen? Nee, ich bin schon so, also ich stehe schon so auf dieses Südländische, sag ich mal. Die feiert dich. Ich stelle mir auch vor, dass du, glaube ich, auch so in die Richtung... Ja, so blond bist, so hell auf jeden Fall, sportlich unterwegs bist. Bist du stark? Trag mich auf deinen Händen. Ich würde mich schon als stark betiteln. Okay, warte. Nein, wir machen wie eine Hochzeit, okay? Warte. Komm mal her, ich mach das schon. Vertrau mir einfach, okay? Aber doch, geht klar. Wie jetzt lang? Noch so ein Sit-Up. Noch. Nicht, dass meine Hose platzt. Nein, okay. Ah, doch, geht. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und wenn ihr auch so eine schöne Frau auf einen tragen wollt, bewirbt euch. Latex, Leder oder Füße? Hast du einen Fetisch? Ja, ich habe echt tatsächlich einen Fetisch. Soll ich raten? Latex, Leder oder Warte mal. Ja, Füße bestimmt. Ja. Weil du es eben gesagt hast, so angedeutet hast. Ja. Tatsächlich, ja. Weil, Bruder, Chat, ich schwöre, wir leben in einer Illusion, Cousin. Es ist so, Bruder, ich kann mir das nicht anders erklären. Vor so 20 Jahren, Latex war der Renner, Bruder. Jeder hat sich da drauf eingekeult. Ich sag ehrlich, auch Frauen waren ganz... Bruder, Frauen haben ein... Ihr kennt das nicht, aber Frauen hatten Arschgeweih. Arschgeweih, das war der Renner, das war der Shit-Cousin. Wisst ihr, was das ist? Ihr wisst nicht, was es ist, gell? Das ist ein Tattoo. Das war so voll der Shit, genau, Tattoo über dem Popo. Und dann so bauchfrei tragen, damit man das Tattoo sieht.
Und die Jungs so, boah, hast der Tattoo gesehen auf Ding und so? Boah, Illusion, Cousin. Illusion. Ehrlich. Okay, ja, sag noch einmal. Mehr brauche ich nicht dazu. Ich mag die so in der Hand zu haben. Ich schwöre, ich brauche jetzt nur die Füße von meiner Freundin zu fassen, dann hat sie schon Durchblutung bei mir. Ich weiß nicht, gibt es sowas bei dir? Also es ist einfach so dieses Confident. Also wenn jemand wirklich selbstbewusst ist und so, und dann, das finde ich halt mega attraktiv. Dirty Talk, was ist dein heißester Spruch im Bett? Also wenn mir Sex gefällt, dann sage ich irgendwelche Komplimente oder sage irgendwelche versaute Sachen halt, ne? Ich bin nicht so der Redner. Kind, Kind Rambo! So, ja, ich sag so, steck die mir in den Mund so, oder vielleicht so tief wie möglich. Aber ja, das, was man halt so sagt. Was ist deine liebste Sexstellung? Ich liebe es halt, wenn die Frau auf ihren Rücken liegt, halt so ganz normale Stellung, halt so beim Sex ihren Fuß mir in den Mund steckt und ich dabei, ja, ihr wilden Mustang zeige. Was? Also man muss halt gucken, so, was halt dann stimmt. Bevor ihr die Masken abzieht, würdest du jetzt auf einen zweiten Date mit mir gehen. Was, dein Sternzeichen? Skorpion. Oh mein Gott. Schon einer von den ganzen Pferdchen. Oh danke mein für 20. Gott. Ich würde schon auf ein zweites Date gehen. Na, warte mal, was bist du denn für ein Sternzeichen? Löwe. Oh, och, ja. Mein Stiefvater ist Löwe, der ist auch immer. Der war immer böse mit mir, nein, Spaß. Ne? Ja, der gut. War immer streng mit mir. Also von meiner Seite aus wird schon auf ein zweites Date gehen. Drei, zwei, eins, let's go. Was denkt ihr, wer wird mehr enttäuscht sein? Ich glaube auch er. Ich glaube auch er. Warte, komm mal, du hast das. Okay, ist weg. Und, wie findet ihr euch? Voll nett. Ja, sympathisch. Schön. Aber ich habe schon nie in Köln gesehen. Ich glaube dich auch nicht, ne? Nee. Ihr habt auch acht Jahre Unterschied. Ist das euer Typ? Eigentlich schon. Also, ja, das ist auf jeden Fall auch eine hübsche Frau. Tattoos, oh mein Gott. Aber dein T-Shirt ist auf jeden Fall, gefällt mir auch schon. Ne? Argentinien ist nicht das beste Land, aber ist okay. Eine kurze Frage. Würdest du gerne Kinder haben? Also hast du vor, Kinder zu bekommen? Oder? Der Bruder Schiel, guck mal, diese Auge, das ist in seinem Gehirn drin, ja? Ist er dagegen? Doch, ich würde schon gerne Kinder haben. Du? Ja, ich würde auch gerne noch zwei, ja. Cousin, du bist 32. Hast du schon Kinder? Ja, ich habe eine. Hype vorbei, Cousin. Eine Tochter. Echt? Ja. Krass. Sie ist schon vier. Also hier aus Deutschland? Ja. Krass. Ja. Hast du auch ihren Namen bestimmt tätowiert, ne? Ja. Da. Ei. Ja, ich habe eine hübsche, süße kleine Maus, aber kleine Prinzessin. Drei, zwei, eins. Das ist ja, okay. War so gut, passt. Cute. Doch. Würdet ihr jetzt, wo ihr euch gesehen habt, auf das zweite Date direkt gehen? Also ich würde auf jeden Fall nochmal mit dir was essen gehen. Direkt jetzt? Warum nicht? Oder spazieren gehen? Vielleicht jetzt auch nicht abgeneigt, sag ich mal so. Wir sind gerade auf jeden Fall bei unserem zweiten Date. War auf jeden Fall sehr schön. Wenn, was? Komm ich ins Rico? Ja. So Leute, bewerbt euch. Es hat mega Spaß gemacht. Und geiles Gänsehaut, Bruder. Gänsehaut, Cousin. Gänsehaut, Cousin.